Boys, Girls, Gentlemen und Ladies. Willkommen zurück zu Ich bin das Game, das ich unterstütze den Controller gerade nicht. Willkommen zurück zu Brutal Legend und Scheiße. Dann holen wir uns erstmal den Druidenflug. Ich sehe, habt ihr Lars und Lita schon kennengelernt? Und, Ophelia? Wo ist eigentlich Ophelia? Oh oh. Ophelia! Oh nein. Hast du etwa versucht, die Mädchen zu befreien? Nein, sie sind schon frei. Wir müssen sie zum Killmaster bringen. Nein, Lars. Lionwhite weiß jetzt von uns. Wir müssen uns zurückhalten. Aus dem Weg. Du musst ihn aufhalten. Bitte. Aufhalten? Ich werde ihn fahren. So. Druidenflug. Scheiße. Down, 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 down. Hey, jemand verarschen? Die for Metal. Wer ist da drin? Wieder diese irre Ranke mit den Teufelsdaunen. Was sollte ich machen, wenn ich sie sehe? Fliegt immer so schön! Oh. Ich muss irgendwo ein Titan Metal. Euer Herz jetzt nicht rast, solltet ihr einen Arzt rufen, dann seid ihr tot. Oh Mann, ich hoffe, es ist was Gutes. Oh, wenn solche Musik nur heutzutage noch existieren würde, wäre ich nicht gute Musik. Nicht diese ganzen Pop-Scheiße. Na, ist der Nächste. Battle on, no mercy.
Lars, wie geht's ihr? Schlecht. Sie muss unbedingt zum Killmaster. Zu wem? Keine Angst. Er benutzt diesen Namen, um Eindringlinge abzuschrecken. Oh. Und zum Schutz seiner Riesenspinnen. Er ist ein mächtiger Heiler. Alles klar, bringen wir Ophelia zu ihm. Ich hab's versucht und wurde überfallen von Lion Whites Anhängern. Mit denen werde ich fertig. Folge mir einfach. Die Zeit wird knapp. Wenn ich euch nicht aufhalten kann, halte ich euch zumindest am Leben. Wir haben gehört, Ophelia hat Probleme. Wir helfen euch. Aber wir kommen nur ein Stück mit. Er hat Angst vor dem Killmaster. Oh, Scheiße, sie haben trainiert. Oh Gott. Zeit für ein Moshpit. Lion White, auf ja, sie. Moshpit wird uns echt weiterhelfen. Eddie! Yep. Ein Moshpit wäre jetzt genau das Richtige. Gefahr voraus! Moshpit? Jetzt wird gemoscht, danke. Hey Jungs, das ist total unruhig. Moshpit nicht, ich bin Goal. Clementine braucht eine Pause. Zu heiß! Das ist unsere Chance, der ist total am Ende! Soll ich sie dir mal kurz abnehmen? Hey, hier rüber! Mit mitreißende Melodie! Ihr wisst leider. Mein Schicksal liegt in den Händen der Fans, Edward. Versuch ja nicht, mich mit deinem Dämonengift zu infizieren. Stampede! Ja, ein Moshpit wird uns echt weiterhelfen. Ich wette, wir sehen dabei total cool aus. Eddie! Gar nicht übel. Lasst uns das mal wiederholen. Folgt mir und seid wachsam. Niemand rührt Eddie an. Okay. Tod den Dämonen! Ja! Die tragen das Dauer! Sie ist zu heiß! Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen! Hey, den wollte ich! Ich verbrenne mir doch nicht die Finger! Oh. Achtung, Edward! Das ist nicht fair! Hallo? Soll ich sie dir mal kurz abnehmen? Bitte, wir müssen weiter! Stampede! Jetzt wird gemoscht. Los geht's. Hierher. Dann nur vor mir. Gut, Mann. Oh, mein Gedanke. Der ist erledigt. Gut, Lars. Hey, alle zusammen, Mann. Was machst du? Yep. Ein Moshpit wäre jetzt genau das Richtige. Unfassbar. Versuch ja nicht, mich mit deinem Dämonengift zu infizieren. Cool. Achtung, Edward, er kämpft nicht fair. Seht euch die Serien an. Zu heiß. Hallo. Hinterhalt. Das sage ich Lion White. Hey, den wollte ich ja abhalten. Nur über meine Leiche. Habt ihr gesehen, was Eddie da gemacht hat? Hey, steh auf! Sau mich nicht mit deinem Dämonenblut ein! Ich hoffe, du ersäufst in deiner Badewanne, du Drecksack! Super, wo sind denn alle hin? Bin ich der Edward? Ich könnte hier ein bisschen Hilfe brauchen. Ja. Wir sind fast da. Vorwärts, nach oben! Eddie, du bist keine Sorge, Liebste. Abgefuckter Axtarbeiter. Brutality. Puh,
Verdammt nochmal. Edler Killmaster, diese Frau. Die Schilder nicht gesehen? Wir mögen hier keine Besucher. Aber sie stirbt. Klar, und was ist deren Ausrede? Ich bitte euch, heilt diese Frau, die doch nur ihre Schwestern aus General Lionwhites Klauen befreien wollte. Oh, ihr kämpft gegen Lionwhite. Sagt das doch gleich, ich hasse den Bastard. Na, mal sehen. Was ist los? Geh mir nicht auf den Sack, Kleiner. Ist sie tot? Noch nicht, aber bald. Das sind die stärksten Seiten, die ich habe. Können deine Spinnen nicht neue produzieren? Dickere? Meine kleinen Lieblinge? Nein. Die Metal-Königin ist groß genug, um die Seiten zu spinnen, die ihr braucht. Aber wir gehen nicht mehr in ihre Höhle. Sie würde uns zerfetzen, uns die Gedärme aussaugen und ihre Eier in unsere Augenhöhlen legen. Ich gehe. Dann werdet ihr beide sterben. Welchen Sinn hat das? Ich muss diese Seiten holen, Lita. Nein, Lars, hör zu. Du musst sie gehen lassen. Das würde dir gefallen, was? Was? Mal glaube ich, du wünschst dir ihren Tod. Naja, ihre Abenteuer haben uns schon oft in Schwierigkeiten gebracht. Okay. Sie kämpfen so, Leute. Das war der tote, gottverdammte Killmaster vom Motorhead. Das ist eine Legende. Also könnte sie auch mich jemand zur Höhle der Metal-Königin begleiten? Dieser Mensch ist tot. Kannst dir nicht trauen, Bruder. Irgendjemand spricht leiser. Du bist ja völlig außer Rand und Band. Dann da gehe ich hin. Ist mir noch nicht was. Hör mir doch einfach zu drüben. Geh in die Hülle. Halt mich ja nicht auf. Unsinn. Ich glaube das nicht. Warum hältst du sie nicht? Was du mir erzählst, ist einfach lächerlich. Ich glaube dir einfach nicht. Das ist lächerlich. Du bringst alle in Gefahr. Leta, ich habe keine... Schauen wir noch schnell zur Hülle. Und dann ich bin ein bisschen länger geworden. Oh, ich weiß. Super! Ich kann's kaum erwarten. Ihr versaut hey, du. Echt unseren Auftritt! Genau! Du! Lass das sein! Na super! Tja! Ein Axtstil! 1000 dunkle Nächte. So, Leute. Ich würde sagen, mit einem kleinen Schlachtrohr werden wir dann noch die Folge Black Metal. Ihr seht es sonst bis hierhin.